Herzlich willkommen, liebe Tennisfreunde, bei der Adidas International in Sydney. Wir melden uns von der altehrwürdigen Anlage des White City Clubs und sehen ein hoffentlich denkwürdiges Match. Das Finale dieses mit $400.000 dotierten WTA-Turniers zwischen Lindsay Davenport und Martina Hingis. Also das Match zwischen der Nummer 1 der Welt und der Nummer 2 der Welt. Es ist die Neuauflage des Masters-Finale vor 2 Monaten im Madison Square Garden in New York. Damals verlor Lindsay Davenport zwar gegen Martina Hingis, dennoch verteidigte sie den Platz an der Sonne, die Pole Position der WTA-Tour. Doch steht sie nun seit 14 Wochen ununterbrochen und sie wird diesen Platz auch nicht verlieren, selbst wenn sie heute hier verlieren würde. .32er Feld in der ersten Runde für beide Damen, ein Freilos. Lindsay Davenport ohne Satzverlust in dieses Endspiel gekommen, schlug im Halbfinale Steffi Graf 6-2, 7-5, war sehr glücklich darüber. Steffi Graf hat diese Niederlage auch ganz gut verschmerzt. Sie war froh, nun hat sie einen Tag länger Pause, bevor sie in Melbourne losgeht. Sie ist auf jeden Fall zurück und sie wird von den beiden Damen hier auch als ernstzunehmende Gegnerin für die Australian Open angesehen. Mehr Arbeit für Martina Hingis. Hier sehen wir Mutter Melanie Molitor. Also mehr Arbeit für Martina Hingis, um dieses Finale zu erreichen. Musste über 3 Sätze gehen im Halbfinal gegen die Österreicherin Barbara Schett. Lag im Tiebreak des 3. Satzes 3-5 hinten, machte dann 4 Punkte in Folge. Großartig. Nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Salopp formuliert, aber da sind sich die Fachleute einig, Martina Hingis noch nicht ganz so gut wie ungefähr zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr, als sie die Australian Open gewinnen konnte. Also, das Finale beginnt. Aufschlag Martina Hingis. Block 15. 15 all. 30, 15. Gespielt von Lindsay Davenport. Die Frage wird sein, wie stark Martina Hingis aufschlagen kann in diesem Match. Der Aufschlag, das ist so ein Problem für die Schweizerin. Und da sage ich es und schon, der erste Doppelfehler von ihr in diesem Match. Verdienter Applaus für diese schöne Rückhand von Martina Hingis. 7500 Zuschauer gehen auf diesen Center Court, der eigens für dieses Turnier verlegt worden ist.
juice. Zu kurz der Return von Martina Hingis. Sichere Beute für Lindsay Davenport. Und Breakball für die Amerikanerin. Tschüss. Das sind die Bälle, die sie nicht mag, wenn sie dann doch ein bisschen schnell die Richtung ändern muss. Die ist die Schwäche im Spiel von Lindsay Davenport. Wenn man bei einer Nummer 1 und bei ihr überhaupt von einer Schwäche sprechen kann, mangelt immer noch etwas an der Beweglichkeit, obwohl sie, Sie wissen es, 15 Kilo abgenommen hat und wirklich ernsthaft und konstant trainiert. Kommt aus einer Volleyballer-Familie, hat früher Volleyball gespielt und sich dann für den etwas kleineren Ball entschieden. Erneut Breakball für Lindsay Davenport in diesem ersten Spiel des ersten Satzes. Tja, und schlechter kann man ein Spiel nicht abgeben. Doppelfehler von Martina Hingis. Und da sind wir zurück auf dem Center Court in Sydney. Zum ersten Mal serviert Lindsay Davenport in diesem Finale. Beide mit Gastgeschenken, hüben wie drüben. Besseres Ende dann für Martina Hingis, die klug genug ist, diesen Ball ins Aussegeln zu lassen. Also nach 30-0, 30 beide. Zwei dumme Punkte, die Lindsay Davenport da verliert. 40-30. Martina Hingis in diesem Finale schon öfter am Netz, obwohl wir erst im zweiten Spiel sind, als gegen Barbara Schett im Halbfinale im ganzen ersten Satz. Vielleicht ist das ja ihre Taktik heute. Von der Grundlinie
den Sid Davenport sicher mit Vorteilen. Oh, kam ein bisschen spät dieser Ruf. Ja, korrekt. Und Brickchance für Martina Hingis. Oh lala, der sitzt. Und das ist eine alte Weisheit. Das Beste, was man tun kann, wenn man sein Aufschlagspiel verloren hat, ist sich umgehend dieses Aufschlagspiel zurückzuholen. Also, Break, Rebreak, eins beide, erster Satz. Wenn diese Rückhand ins Aussegelt, ist schon toll. Und achten Sie mal drauf, wie Lindsay Davenport den Aufschlag von Martina Hingis attackiert. Steht sofort unter Druck, wenn der Ball zurückkommt, weil sie weiß, dass ihre Gegnerin eine der besten Returnspielerinnen auf der Damentour ist, muss sie viel riskieren mit dem Aufschlag. Das heißt, sie erhöht das Risiko und damit auch die Fehlerquote. Drei Spiele absolviert, drei Breaks. Lindsay Davenport führt 2:1. Beiden kennen sich aus dem FF, spielen heute hier ihr 14. Match. Erste war kurioserweise auch hier in Sydney 1995, da gewann Lindsay Davenport, aber da musste sie damals schon hart kämpfen und drei Sätze gehen. Die achte Nummer 1 seit der Einführung der Damenweltrangliste 1975 und eine, an die sich die Presse und die Medien eigentlich noch gewöhnen müssen. Sie ist völlig unspektakulär. Diese Lindsay Davenport, ein bisschen anders als Martina Hingis. Die hat mal so manchmal den Anflug von Glamour und Show. Kein schlechtes Jahr 98 für die Schweizerin, gewann 6 Titel im Einzel. Und, 5 im Einzel. Aber nicht vergleichbar mit der Saison 97, als sie 12 Titel holte und den Anfang hier machte in Sydney, als sie im Finale Jennifer Capriati schlug. Jennifer Capriati, die gibt es übrigens auch noch, mittlerweile auf Weltranglistenplatz 100. Mal sehen, was Jennifer in Melbourne bringt.
Ein schöner Punkt und der zweite gleich hinterher. 40-30. Dennoch Lindsay Davenport mit der Möglichkeit zum 3-1. Ja, das ist ihre Stärke aus dem Halbfeld. Da bombt sie, wenn dieser martialische Vergleich mal erlaubt ist, da bombt sie die Bälle wirklich ins gegnerische Feld. Ist sie irre stark. Hat nur eine Chance gegen sie, wenn man sie bewegt, links und rechts. Steffi Graf konnte es nicht im Halbfinale. Sie hat in der Pressekonferenz gesagt, ich war einfach zu müde. Meine Beine waren zu müde. Ich konnte nicht mehr nach der Anstrengung in dieser Woche. Klar, nach diesen großartigen Matches. Und dann habe ich versucht, sagt Steffi Graf, die Ballwechsel so kurz wie möglich zu machen. Und dann war meine Fehlerquote zu hoch. Schon ganz schön Kess, wie sie da nach vorne rollt. Früher wirklich nur zum Shake Hands am Netz, diese Lindsay Davenport. Aber wenn man sie denn nun mal zwingt mit kurzen Bällen, dann kommt sie auch konsequent hinterher. Allerdings diesmal überrascht von dem Lob der Schweizerin und wieder so ein Return. Einfach gut. Dickes Kompliment an Lindsay Davenport. Und wieder die Chance zum Break. Noch eine Chance. Aufschlag und ein schwächerer Return von Davenport und schon ist Martina Hingis am Drücker. Erneute Break, die 4-1-Führung für Lindsay Davenport. Die Nummer 1, sie ist besser als die Nummer 2, jedenfalls bis zu diesem Zeitpunkt. Kurzes Break. Wir kommen zurück nach Sydney. Willkommen zurück, liebe Tennisfreunde, auf dem Center Court im White City Club von Sydney beim Finale der Damen. Sehen es bei 4-1 für Davenport sind wir raus, bei 5-2 für die Amerikanerin sind wir zurück. Ein kleiner Sprung. Nun serviert Lindsay zum Gewinn des ersten Satzes. Oh.
genauso wird Melanie Molitor wahrscheinlich dann hinterher sagen, wenn sie die Bilder sehen würde. Genauso musst du gegen die Davenport spielen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Da muss der Return vor allen Dingen sitzen auf den wirklich nicht schlechten Aufschlag der Amerikanerin. Auch den hat sie in den letzten Jahren verbessert, genauso wie ihre Athletik, wie ihre Beinarbeit. Aber den hätte auch Armin Harry nicht bekommen, diesen fantastischen Longline-Ball. Der Swiss Miss. Sympathien der Zuschauer verteilt und ich finde das gut so. Beide werden unterstützt und angefeuert. Den hat sie schon hin und wieder mal versucht in diesem ersten Satz. Gegen das übliche Strickmuster gespielt. Inside out mit der Rückhand. Break war auch Zeit, sonst wäre der Satz weg gewesen. Martina Hingis bleibt dran, verkürzt auf 3:5. Aber die 22-jährige Amerikanerin immer noch ein Break vorn. Jetzt muss die Schweizerin erstmal ihr Service halten. Spielball. Gefährliche Situation für Martina Hingis. 0:30. Punkt für Davenport. Wäre ein Dreierpack an Satzbällen gewesen. So 15:30. Frau Hingis immer noch mit dem Rücken zur Wand. 15:40. Erst im zweiten Anlauf. 13:40. Wehrt Martina Hingis den ersten Satzball ab und ein Ass, oh, zur rechten Zeit. Oh. Wir den noch mal sehen in der Zeitlupe, der war knapp. Aber auch so Spielball für die 18-Jährige aus Trübach. Die richtig Wind in die Tennistour gebracht hat, seit sie dabei ist. Aber nicht nur sie, auch die anderen, die Williams Sisters, Kurnikova, Davenport, wie sie alle heißen, aber auch ein paar deutsche Damen werden dazu stoßen, Jana Kander vielleicht. Da ist viel los auf der Damentour. Macht Spaß, Damentennis zu sehen und zu kommentieren. Thank you.
der taktische Fehler von Lindsay Davenport nicht bestraft. Da musste sie natürlich hinterher und den Ball aus der Luft und als Volley nehmen. Den Eindruck, dass der Aufschlag von Martina Hingis in dieser Phase des Matches etwas besser, das heißt etwas länger, etwas härter, etwas konstanter kommt. Ja, auch ein guter erster Aufschlag. Martina Hingis bleibt dran, verkürzt auf 4:5. Kurzes Break, dann sind wir zurück. Viel Anfeuerung von Mutter Melanie Molitor, das ist klar. Jetzt gilt es. 5-4 führt Lindsay Davenport. Serviert zum Gewinn dieses ersten Satzes. Bei 5-2 hatte sie schon mal die Chance. Aber da gelang Martina Hingis ein Break. Ein Zeichen von Klasse, Klasse von beiden Spielerinnen. Sobald eine zu kurz wird, wird das gnadenlos von der anderen bestraft. 30-0. Ersatzbälle für Lindsay Davenport. Gleich der erste. Sitzt, passt und hat Luft. Mit einem Service-Winner holt sie sich nach 33 Minuten den ersten Durchgang. Ein bisschen unspektakulär das Ende dieses ersten Satzes, nachdem Martina Hingis noch mal so schön rangekommen war, von 2-5 auf 4-5 verkürzen konnte, aber dann trocken und cool bei fast 30 Grad dieses tolle Spiel von Davenport. 3 Punkte in Folge für sie und dann dieser unerreichbare Aufschlag. Exzellent dieser Rückhandball, auch gegen Steffi Graf, von ihr des Öfteren eingesetzt. Schwer zu erkennen, ob sie nun Longline oder Cross spielt. Oh, glaube ich nicht, will ich noch mal sehen. Ah, sie ist ein braves Mädchen. Sie schluckt so viel. Sie ist so anständig. Das ist ganz toll. Auch Fehlentscheidungen wie diese. Aber es ist ja auch ein Spielstand, bei dem man sich noch nicht so aufregen muss. 30 beide und jetzt gleich schon wieder die Möglichkeit zum Break für Lindsay Davenport. Begann den ersten Satz mit einem Break.
vielleicht auch den zweiten. Das ist eine der ganz großen Stärken von Martina Hingis. Da ist sie so cool bis ans Herz. Diese Bälle, schauen Sie, wartet noch einen kleinen Augenblick, kann alles mit der Kugel machen. Hoch, Longline Cross. Also, die Geschichte wiederholt sich nicht. Martina Hingis hält ihr Service. Erstes Spiel, zweiter Satz, 1-0 Führung für die Swiss Miss. Von Sydney, liebe Tennisfreunde, wir haben wieder einen kleinen Sprung gemacht in diesem zweiten Satz. Steht es jetzt 1-2 aus der Sicht von Lindsay Davenport. Wenn der Vergleich erlaubt ist, Lindsay Davenport heute nicht ganz so frisch wie gestern im Halbfinale gegen Steffi Graf. Aber auch Martina Hingis steckt natürlich dieses Turnier und vor allen Dingen der Dreisatz-Krimi gegen Barbara Schett noch mächtig in den Knochen. So ganz gehen, schnell zwei Punkte gemacht, schnell das 0-30 gemacht und jetzt doch wieder 30 beide. Sind so Spielsituationen, die man dann nachher nochmal durchgehen muss, wenn man ein Match analysiert. Oho! Mein lieber Mann. Nochmal in der Wiederholung zu kurz. Die Bälle von Martina Hingis und dann aus der Luft. Zewa, Wisch und weg. Das Ding unerreichbar ins Feld geknallt. 40-30. Das sind die Situationen, wo man dann merkt, dass sie doch ein bisschen müde ist. Nicht mehr ganz so gut in den Knien. Weich und elastisch, wie es sein müsste. Aber leichte Fehler, Return-Fehler, wie hier von Martina Hingis, bescheren dann Lindsay Davenport erneut einen Spielball. Und das ist es dann. Tja, zwei beide. Eigentlich ein vertanes Spiel für Martina Hingis, da roch es nach Break. Schmollmund bei Martina Hingis. Schnelles 0-30. Oh.
Doppelfehler 040. Hat die keine Lust mehr? Glaube ich nicht. Aber wohl noch sauer über dieses vierte Spiel vorher, als sie dran war am Break. Jetzt ist die andere dran. Dreimal die Chance für Lindsay Davenport. Jetzt nur noch einmal die Chance. Oh la la, und Martina Hingis ist so kollegial, nimmt ihr die Arbeit ab. Erliegt das selber mit dem Break. Doppelfehler. Erstes Break im zweiten Satz. 3-2 Führung für Lindsay Davenport. Okay, alles, was hier in Sydney gelaufen ist, bei den Damen und bei den Herren und bei den anderen Turnieren seit Anfang des Jahres, war natürlich nur der Aufgalopp für Melbourne, für das erste Grand Slam Turnier 1999, das ab Montag dann beginnt und das wir Ihnen hier wirklich komplett und intensiv zeigen werden. Die Lose der beiden in den ersten Runden durchaus machbar. Martina Hingis trifft auf Lilia Osterloh aus den USA. Die ist auf Rang 112 der Damenweltrangliste notiert. Und Lindsay Davenport trifft auf Gala Leon Garcia aus Spanien. Die steht auf Rang 53. Steffi Graf trifft auf Paola Suarez aus Argentinien, Nummer 80 der Welt. Und Anke Huber auf Irina Spilea. Und dieses Match sollten Sie wirklich merken. Wir werden Ihnen gleich noch ein Insert zeigen. Wir haben nämlich ein Spiel mit Ihnen vor. Da können Sie das Match of the Day, das Match des Tages wetten. Jeden Tag in Melbourne. Unser erstes Match des Tages wird Huber gegen Spilea sein. Im Internet können Sie wetten. Und wenn Sie gewinnen, dann gewinnen Sie ein Tennisracket. Also mitmachen, liebe Tennisfreunde. All das gleich noch genauer zur Information in einem Insert. Lindsay Davenport nicht mehr der allerletzte Biss. Es ist heiß. Die Woche steckt den beiden sicher in den Knochen. Und im Kopf haben sie garantiert schon den Melbourne Park, der früher übrigens Flinders Park hieß. Die erste große Tennisshow des Jahres. Früher war es so, dass die Stars meistens in der Woche vor diesen ganz großen Events im Viertel- oder im Halbfinale ausstiegen. Heute ist das nicht mehr so, hoffe ich jedenfalls. Aber vielleicht für Steffi Graf ein gutes Omen. Hier im Halbfinale rausgeglänzte Davenport, schon längst von Sydney nach Melbourne umgezogen. Eine der Favoritinnen bei den Australian Open. Auch diese schnelle 0:30 hilft Martina Hingis nicht, kriegt den Fuß nicht in die Tür. Lindsay Davenport mit viel Einsatz zurück auf 30. Beide leichter Returnfehler. Ja.
Beim zweiten Maßnehmen klappte es dann wirklich mit dem Aufschlag. Lindsay Davenport. Zwei Spiele vom Matchgewinn, vom Sieg hier im Finale in Sydney entfernt. Also mal wieder ein ziemlich schnelles Spiel von Martina Hingis, aber auch eine ziemlich müde Vorstellung von Lindsay Davenport in diesem siebten Spiel des zweiten Satzes. Kurzes Break, dann sind wir zurück. Schön, dass Sie dabei geblieben sind, liebe Tennisfreunde. Finale von Sydney. Lindsay Davenport führt 8. Spiel. Zweiter Satz. Wenn hier noch was passieren soll für die Schweizerin, dann muss es bald passieren. Wieder ein schöner Punkt, auch wenn ich sagen muss, dass das Spiel nicht mehr auf seinem ganz so guten Niveau verläuft in diesem zweiten Satz. Man merkt den beiden Damen doch die Anstrengung der Woche an. Einfach schwer für jeden Gegner. Lindsay Davenport fast auf der Grundlinie, nimmt die Bälle so früh, so weit vorn. Macht so viel Power und Druck. Die ganze Kraft ihrer 79 Kilo, die sie immer noch hat, liegt in diesen Schlägen. 40-50. Ein Ass und das 5:3 für die 22-jährige Amerikanerin. Die amtierende Olympiasiegerin gewann 96 in Atlanta Gold. Und nun muss Martina Hingis ihr Service halten, sonst ist dieses Spiel, dieser Satz, dieses Match dahin. Ja, ein großer Name, der verpflichtet Martina. Benannt nach der großen Martina Hingis. Und in solchen Situationen
fast so wie die große, fantastische Navratilova. Punktet wie ein Boxer aus der Halbdistanz. 40-0-3 Spielbälle. Für die 18-Jährige, die endlich einen Führerschein hat. Und froh ist, endlich einen dieser Porsche fahren zu können, die sie beim Turnier in Filderstadt gewonnen hat. Der Fahrlehrer war übrigens ganz begeistert von ihr. Der Reitlehrer nicht so sehr. Und auch das wird sie nicht freuen, dieser Netzroller von Davenport. 40-15. No. Einfach toll dieses Ding, aber auch einfach schwach dieser zweite Aufschlag von Martina Hingis. Das ist nicht Champion-like, das ist fast ein Einwurf. Da wartet Lindsay schon und ist da mit ihrer Vorhand nach 40-0. Drei Punkte in Folge für die Amerikanerin. Und den vierten hinterher und das heißt Matchball. Gleich der erste, der passt und da wird Lindsay Davenport wirklich glücklich sein. Sie gewinnt nach einer Stunde Spielzeit dieses Finale von Sydney 6-4, 6-3. Ich glaube, beide sind froh, dass es hier nicht in den dritten Satz gegangen ist. Also, aller guten Dinge sind drei für Lindsay Davenport, denn nachdem sie zweimal hier schon im Finale gestanden hat, 95 Verlose gegen Gabi Sabatini, 96 gegen Monica Seles, nun 1999 der erste Sieg in Sydney für die Amerikanerin. Die beiden sind gewappnet für die Australian Open ab Montag in Melbourne. Wir sind es auch, wir freuen uns drauf, 14 Tage Tennis rund um die Uhr, fast rund um die Uhr hier auf Eurosport vom ersten großen Grand Slam Turnier des Jahres. Gratulation für Martina Hingis. Ein guter zweiter Platz. Siegerin Lindsay Davenport. Tschüss, das war's. Ihr Ralf Klinkenberg.